Und es ist so, als hätten wir in Deutschland verlernt, was Mut ist. Als wüssten wir nicht mehr, was das bedeutet, die Sachen wirklich anzupacken und diese innere Gewissheit zu haben, ich werde das schaffen. Ich liebe es, wenn Menschen ein Feuer der Begeisterung haben. Wenn tief in ihnen eine Flamme ist, die sie in die Zukunft führt. Ich weiß aber auch jedes Mal, wenn ich dieses Feuerzeug anmache, dass einige sagen, hey Langhoff, warte mal, bei mir brennt gerade überhaupt nichts. Das ist, wenn man sich Lebensgeschichten anschaut, etwas ganz Normales. Wir sind nicht immer alle on fire. Auch wenn man sich Biografien von großen Persönlichkeiten anschaut, merkt man, die haben alle an bestimmten Punkten in ihrem Leben richtig gekämpft. Wo ist eigentlich mein Feuer? Und dann ist die Frage, wie geht es wieder an, wenn da nur noch so ein... Oh, meistens hakt es beim zweiten Mal, dann muss ich es 5, 6 Mal versuchen. Diesmal hat es gleich geklappt. Manchmal hakt es, manchmal dauert es eine Zeit. Und was mich interessiert ist, woraus besteht dieses Feuer? Wie lange brennt es? Und vor allem, wie wird es richtig, richtig groß? Und das wird es gleich auch noch, aber vorher mache ich es an der Stelle einmal aus. Für mich ist dieses Feuer unser Mut, dieser Mut, die richtigen Dinge anzugehen, dieses Standing, dieses Wissen, das, was ich jetzt anpacke, das werde ich schaffen, ich werde das umsetzen. Der Fachbegriff dafür heißt unternehmerisches Denken und Handeln, den mag ich aber überhaupt nicht, weil der ist so total verkopft und blutleer. Aber was ich damit meine, möchte ich jetzt in einem Bild nochmal so richtig ausdrücken, weil für die meisten Menschen, wenn sie unternehmerisches Denken und Handeln hören, besonders wenn sie aus einem Firmenkontext kommen, weil das mittlerweile in allen Leitlinien drin steht, unternehmerisches Denken und Handeln wird bei uns gefördert, entwickelt, gewollt und so weiter, hat man das Gefühl, da wird mir noch eine Last draufgelegt und noch was draufgelegt und dann muss ich noch mehr machen und noch mehr Druck. Und man hört dieses Wort, was eigentlich, wenn man es in der Tiefe verstanden hat, Freiheit bedeutet, man spürt was ganz, ganz anderes. Man spürt Druck und noch mehr und noch mehr. Und einmal zu zeigen, was ich eigentlich damit meine, brauche ich eine Freiwillige. Darf ich dich einmal bitten, nach vorne, ja, Freiwillige, immer interessant, wenn Männer dann auf sich zeigen. Aber du darfst die beiden netten Herren, die neben dir ist, die bringst du auch mit auf die Bühne. Ja, einen großen Applaus für unsere Freiwilligen. Nee, alle. Okay. Ist in Ordnung, pass auf, ihr beiden Jungs, kommt mal ganz schnell nach vorne. Passiert, jemand darf auch immer gerne Nein sagen, das finde ich aber toll, dass die Helfer dabei sind. Du bist der? Peter, du stellst dich einmal hier hin. Du bist der? Detmar. Du machst das gleiche spiegelverkehrt auf der anderen Seite. Peter, Detmar. Und jetzt gucke ich einmal hier vorne hin. Du schaust gerade so unheimlich freundlich. Du bist die? Und Annika kriegt jetzt den doppelten Applaus dafür, dass sie nach vorne kommt. Ein Riesenapplaus für Annika! Wow, danke! Ja, da traut sich jemand. Annika, das ist total. Komm mal richtig so auf den Teppich, möglichst genau in der Mitte. Es geht jetzt mehr um dich. Ich stehe am Rande davon. Und ich möchte dich jetzt einmal bitten, dass wir das, was Druck ist, einmal zeigen. Und hier ist eine Tüte. Ein relativ großer, lange definierter Umfang. Und da kann man ganz kräftig reinpusten. Und Annika, ich möchte dich jetzt einmal bitten, da reinzupusten. Dreimal richtig zuhalten und richtig kräftig reinpusten. Ja, genau. Eins, immer absetzen, sonst hyperventilierst du gleich. Ja, sehr schön. Annika, dreimal reingepustet. Jetzt gucken wir mal, was da an Luft drinne ist. Und es... Oh, Entschuldigung. Tut mir leid, Annika. Sorry, ich vergesse zuzuknoten. Tut mir leid, mein Fehler. Das ist mein Mist. So, dann machen wir einen richtigen Knoten rein. Und jetzt pustest du nochmal dreimal so richtig rein und immer absetzen, ja, ist ganz wichtig. Okay, 1, 2, 3. Das ist schön. Okay, jetzt gucken wir mal, wie viel du da reingekriegt hast, Annika. Und das ist so viel. Guck mal, jetzt schauen wir mal an, um die ganze Tüte voll zu kriegen, da ist ein Zehntel drin, da musst du 30 Mal pusten, nach tayloristischem Arbeitsmodell, man muss einfach hochskalieren. Und das machen wir gleich und der Peter hält für dich die Tüte. Du hältst die hier, stellst dich einmal so, nee, wieder einen Schritt zurück, die muss ein bisschen angespannt sein. Aber damit du nicht die Einzige bist, die das machst, habe ich auch eine für mich dabei. Genau das gleiche Problem wie du, wenn ich reinpuste, habe ich hinten auch mein Loch, ich mache es einmal zu. Wir beide machen einen Wettkampf. Ja? Es geht um dieses Gefühl, dieses, was Druck ist, was noch mehr und noch mehr leisten und noch mehr Anstrengung und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das zeigen wir in diesem Bild einmal, Annika. Ja?
So, immer so halten. Jetzt muss ich nochmal nach deinem Namen fragen. Detmar. Okay, Detmar, Annika und ich stehen Rücken an Rücken. Naja, okay, also ihr wisst, was ich damit meine. Und wir machen einen Wettkampf. Ein kleines bisschen zurück, Detmar. So ist gut. Und ich zähle bis drei, Annika, und dann pustest du mit allem, was du hast. Und wer gewinnt? Oder sagen wir so, wenn du gewinnst, ja, kriegst du richtige Kölner Ekstase. Die rasten völlig aus. Sollte ich gewinnen, kriege ich einen typisch norddeutschen Applaus. Wirst gleich sehen, was das heißt. Okay? Alles klar. Okay, Annika, es geht los. Eins, zwei und drei. Und jetzt pusten und richtig Gas geben. Alles, was du hast. Hau rein. Pusten, pusten. Okay. Und man merkt, es sind keine Norddeutschen hier. Es ist schon deutlich mehr Applaus, als ich an der Stelle gewöhnt bin. Ja, Annika, hältst du noch mal bitte einmal rum? Annika, wobei, ich nehme noch mal, das ist jetzt natürlich gemein, weil ich bin Sportler, ich habe ein Hobby, das ist Dudelsack spielen. Das ist ernst gemeint, also da ist richtig Lunge und das war jetzt gemein und du hast jetzt schon ein Drittel insgesamt geschafft. Ich finde, das solltest du als Vorsprung kriegen. Und wir machen das nochmal Rücken an Rücken. Ich zähle bis drei, dann geht es los. Und Vollgas, eins, zwei, drei und... Ja, du hast schon gleich aufgegeben, ne? Das war klar, okay. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, was ich gemacht habe, das ist auch ein bisschen gemein. Das ist richtig viel, guck mal, die klatschen doch nicht mal bei mir jetzt beim zweiten Mal. Finden sie nämlich auch alle gemein, aber ich bedanke mich jetzt erstmal beim Detmar, da darfst du als Erinnerung mitnehmen. Vielen Dank, dass du hier vorne warst. Peter, ich brauche dich noch. Nee, Peter, ich brauche dich noch. Ja. Annika, komm noch mal einen Schritt hier in die Mitte. Was du gemacht hast, ist das, was ich mit Druck meine, ja? Wir haben da eine große Aufgabe, wir gehen das ran und denken, oh, das ist noch mehr, und jetzt muss ich mich anstrengen, und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr. Und darum geht es gerade nicht. Sondern es geht um dieses innere Standing, dass ich weiß, dass wenn ich es anpacke, es wird funktionieren. Und diese Zuversicht, die trägt sich meistens auf alle anderen auch über. Die ist da. Es ist eine Haltungsgeschichte. Und in dem Fall geht es darum, die Tüte einfach aufzumachen, Abstand dazu zu haben, nicht zu nah dran sein, da funktioniert das nicht. Und dann einmal kräftig pusten und loslassen. Sofort ist die Tüte voll. Oh, ich sehe gerade beim Leuchten deiner Augen, jetzt hast du es verstanden, ne? Das war auch fies. Und damit es jetzt gleich echte Kölner Ekstase gibt bei dir, Peter hält es noch einmal locker hinten. Du nimmst die Tüte, machst sie so auf, etwas Abstand, pustest kräftig und lange rein und dann wirst du sehen, wie die hier alle ausrasten, weil du es verstanden hast. Und los geht's. Ladies and Gentlemen, genieß es! Ah ja, vielen Dank, dass du hier vorne warst. Lieber Peter, vielen Dank. Und Annika, für dich. Eine Erinnerung. Nimm es mit. Vielen Dank. Ich habe über 10 Jahre bei den Enigma Company Builders gearbeitet. Das war um die Jahrtausendwende einer der größten Gründungszentren Europas. Wir haben dort auf 3 Etagen in mehreren Großraumbüros zeitgleich über 200 Startups gehabt, die bei uns gegründet haben. Ich war dort Coach, Trainer, Manager und die für mich prägendste Erfahrung war witzigerweise nicht mit den Gründern, sondern mit Menschen, bevor sie gründen. Wir haben jeden Mittwoch eine Infoveranstaltung gehabt, da kamen zwischen 30 und 120 Personen, da gab es 1 Stunde Input, was wir so alles anbieten und das Wichtigste kam danach. Und zwar gab es für jede Person, die gekommen ist, ein Einzelcoaching. 20 Minuten mit einem erfahrenen Gründungsberater. Die Menschen, die gekommen sind, die meisten hatten eine gute Ausbildung, waren in einem guten Job. Ihnen war aber klar, irgendwann spült mich dieses System aus. Lange werde ich hier nicht mehr bleiben. Und vielleicht sollte ich mich ja mal selbstständig machen. Vielleicht sollte ich ein Unternehmen gründen. Und dann fangen wir in Deutschland an zu denken, und da sind wir gut drin. Die Menschen, die gekommen sind, haben echt klasse, also die meisten, echt klasse Ideen gehabt, wo ich bei 2/3 der Gespräche, die ich hatte, sagen würde, geil, kann man schon fast so in einen Businessplan gießen und loslegen. Aber dann nach einer Viertelstunde kommt bei jedem die gleiche Frage. Und die heißt, ich weiß aber nicht, ob ich mich das trauen sollte.
Wissen Sie, was passiert, wenn es ein bisschen schwieriger wird? Wie reagiert meine Partnerin, wie reagiert mein Partner? Kann ich die Doppelhaushälfte bezahlen? Kriege ich meine Tochter noch ein Jahr nach Amerika, meinen Sohn nach Australien? Was passiert, wenn diese Krise auf einmal vielleicht beim Anfang ein bisschen länger dauert, als ich dachte, 3, 4, 5 Jahre? Und dann ploppt diese Angst auf, die liegt richtig im Raum. Und die hat man vorher oft nicht gesehen, die passiert erst in diesem Gespräch, dass man sich klar wird, wie man selber, wie viel Angst man hat. Und dann kommt dieser Satz, wissen Sie, ich muss darüber nochmal nachdenken, können wir darüber mal in 2 Wochen sprechen? Rufen Sie mich doch in 2 Wochen mal an. Das machen wir gerne, wir rufen hier nach 2 Wochen an. Das Telefonat beginnt immer positiv, weil die meisten sich darüber wirklich freuen, weil die hatten ein gutes Gespräch vorher. Aber der 3. oder 4. Satz ist schon, aber wissen Sie was, die Zeit hat nicht ausgereicht. Ich weiß es nicht. Ich brauche länger Zeit, Ich muss mal überlegen, ob ich mich das traue. Können wir in 2 Monaten reden? Wir rufen in 2 Monaten an. Was ist die Antwort nach 2 Monaten? Sie kennen die. Was ist die Antwort nach einem halben Jahr? Es ist wieder die gleiche. Ich habe einige Menschen 3 Jahre lang jedes halbe Jahr angerufen. Ich wollte es einfach mal wissen. Hochausgebildete Menschen, top motiviert, fähige Menschen mit ganz viel guter Haltung, wo mein Bauch mir gesagt hat, die können sofort loslegen. Und die schieben und schieben und schieben und schieben. Und es ist so, als hätten wir in Deutschland verlernt, was Mut ist. Als wüssten wir nicht mehr, was das bedeutet, die Sachen wirklich anzupacken und diese innere Gewissheit zu haben, ich werde das schaffen. Und selbst wenn wir nicht mehr wissen, wie das ist, wir haben auch nicht mal mehr eine Ahnung, was dazugehört, uns das anzueignen und wirklich mutig zu sein. Und an dieser Stelle sagen nicht wenige Menschen, ja, Langhoff, das ist ja ganz nett, was Sie sagen, aber um so richtig mutig zu sein, dazu muss man ja geboren sein. Weil man merkt, man ist es selber nicht. Man weiß auch nicht, wie man es sich aneignet, und dann kommt es dazu, muss man ja geboren sein. Und diesen Gedanken, den möchte ich mit euch einmal ein bisschen beleuchten, weil der ist interessant. Ist Mut, unternehmerisches Denken und Handeln, etwas aufzubauen, Erfolg im Leben zu haben, ist das etwas, was mir in die Wiege gelegt wird, was automatisch da ist? Dann entwickle ich mich und dann baue ich auch mit 30 bin ich Multimillionär, weil ich bin das wurde mir ja in die Wiege gelegt. Und Sie merken, so zynisch wie ich darüber spreche, ich sehe das nicht so, aber warum ist dem so? Den hier, den kennt wahrscheinlich hier noch jeder, Rubiks Zauberwürfel. Ein Zauberwürfel hat 43 Quintillionen Einstellungsmöglichkeiten, das sind 43 Millionen mal Millionen mal Millionen. Und wenn man es schafft, in jeder Sekunde 1000 Einstellungen zu machen, braucht man nur 970 Jahre, um alle Möglichkeiten durchzugehen. Und so spiegelt Rubiks Würfel auf wunderbare Art und Weise wider, was wir für ein genetisches Potenzial mit auf diese Welt bekommen haben. Und jetzt suchen Wissenschaftler aller Art, fast jeder Professor in der Biologie, aber auch in den Wirtschaftswissenschaften, wir sind auf dieser einen Suche, gibt es sowas wie die geborene mutige Person, die ganz schwer veränderbare psychologische Kerneigenschaften ganz am Anfang mitgekriegt hat und dann kommt am Ende der Erfolg raus. Und jetzt sucht man und wühlt man und schaut. Und manchmal, wenn man dazu so Vorträge hört, dann geht es um den Marshmallow-Effekt oder Bücher liest oder was im Fernsehen sieht, hat man manchmal das Gefühl, ja, die Antwort, die fällt förmlich vom Himmel. Die mutige Person hat eine klare Vision, kann sich durchsetzen, versteht die Zeichen der Zeit, kann mit Menschen umgehen und so weiter und so weiter. Das Problem ist nur, wenn man sich das ein einziges Mal wissenschaftlich anschaut, ein einziges Mal ist das nur eine Illusion. Und nichts als eine Illusion. Wir können bis heute wissenschaftlich, und ich habe 8 Jahre lang zu diesem Thema Daten aufgenommen, um denen zu gucken, also wie sind Gründer, bevor sie gründen, während sie gründen, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre später. Und dann zu gucken, was ist da, was war ganz beim Anfang schwer veränderbar psychologische Kernerscheinung, was war da und was kann man mit Erfolg korrelieren. Und das Problem ist, wir finden nichts. Wir finden nichts. Und dann landet man zum Schluss bei dieser Frage, ja, was ist es dann eigentlich? Und das Interessante ist, von allem, wo ich jetzt spreche, was diesen Mut ausmacht, mal bitte einmal im Hinterkopf achten, ist das etwas, was mir in die Wiege gelegt wird? Und bei ein paar Sachen hat man das Gefühl, ja, ein bisschen könnte da was sein. Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man, von allen Punkten, wo ich jetzt sprechen würde, nein, das sind alles Sachen, die habe ich mir in meinem Leben zu erarbeiten. Wobei erarbeiten ist vielleicht ein falscher Begriff. Ich habe es zu leben, mir zukommen zu lassen. Das erste ist, dass dieses Feuer, wenn man es ganz genau nimmt, nicht für uns selber da ist. Das Feuer ist vor allem dazu da, andere anzuzünden. Dass es auf andere überspringt. Und Feuerwehrmänner, Psychologen,
Und Pyromanen sind sich an dieser Stelle vollkommen einig. Ein Feuer, das größer werden soll, braucht vor allem eine solide Grundlage. Diese Grundlage, das ist unsere Haltung, wie wir das Leben angehen. Ganz banal, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Da liegen Welten zwischen, obwohl wir fast vom Gleichen reden. Nee, eigentlich reden wir vom Gleichen, ein halb volles Glas. Der zweite Baustein für ein größer werdendes Feuer in unserem Leben, das ist unser Selbstverständnis. Die ganz klassische Sesamstraßenfrage. Wieso, weshalb, warum? Wer darauf keine Antwort hat, ist mutlos, aber es ist das Gleiche wie dumm an dieser Stelle. Der dritte große Baustein für ein größer werdendes Feuer in unserem Leben, das sind unsere Beziehungen. Das ist etwas, was die meisten unterschätzen. Aber es gibt so etwas nicht wie ein Motivationsrambo, der immer alleine aus sich selber heraus top motiviert ist. Ja, das erleben wir in Filmen, einige schreiben darüber, aber es gibt so etwas nicht. Wir brauchen gute Beziehungen, die uns tragen in dem Bereich, wo unser Feuer groß werden soll. Das geht nicht ohne, egal in welchem Bereich das Feuer in unserem Leben groß werden soll. Der vierte Punkt ist der aus meiner Sicht am meisten unterschätzte und nicht beachtete Bereich und gerade ein Riesenproblem in Deutschland, das sind unsere Emotionen. Wenn unser Feuer groß werden soll, müssen wir unsere Emotionen leben. Und wir haben ein großes Problem im Business. Dort gibt es eine, ich nenne das die kalte Emotion oder eine graue Emotion, da gibt es ganz viel zum Thema Distanz, Reduziertheit, scheinbar professionell sein, zugeknöpft, Krawatte, distanziert. Das Problem ist, wenn ich in diese Emotion, diese Abgrenzung gehe, in Maximalausprägung nennt man das Verachtung, das ist eine Grundemotion, die wir alle haben, aber wenn ich die stark lebe, dämpfe ich damit alle anderen Emotionen um mich herum. Vor allem Begeisterung, Freude und auch Antriebskraft, die geht runter. Und so habe ich meine Emotionen wirklich zu lernen und damit zu leben. Und das ist ein Problem beim großen Thema German Angst, weil das dämpft wirklich. Der fünfte große entscheidende Punkt für ein größer werdendes Feuer in unserem Leben, das ist unser Können. Darüber spreche ich heute weniger, weil ich bin mir sicher, Sie können Ihren Job tausendmal besser, als wenn ich den machen würde. Und der letzte entscheidende Punkt, das ist die Verantwortung. Dass wir wirklich unseren Willen in den Dienst unseres Lebens stellen. Dass wir wirklich nicht die Verantwortung andauernd weiterschieben, anderen hinschieben, sondern sie bei uns ja auch selber suchen. Wo ist meine Verantwortung für das, was ich mache? Und es ist total klasse mit diesem Feuer in unserem Leben, weil wenn in dem Bereich, wo das groß werden soll, das gilt im Business genauso wie privat, in allen Bereichen, und meine Haltung stimmt, mein Selbstverständnis ist geklärt, ich habe gute Beziehungen, ich lebe das, wer ich bin mit meiner Emotionalität, ich kann das, worauf es ankommt und ich übernehme wirklich die Verantwortung und diese Sachen fangen an zu drehen um den Bereich, wo das Feuer in unserem Leben groß werden soll, dann fängt dieses Feuer langsam an, über uns hinaus zu wachsen. Lutz Langhoff!